Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Warface Video. In diesem Video würde ich gerne ein bisschen über meine Eindrücke zur Portierung von Warface reden. So eine Art Kurzreview. Vorab erstmal, Warface ist seit dem 18. September für alle im PlayStation Store downloadbar. Solltest du Interesse haben, einfach im Store nach Warface suchen und runterladen. Das sind ungefähr 10 GB. Es wird übrigens kein PS Plus benötigt, weder zum Downloaden noch um online zu spielen. Sollte sich da was ändern, halte ich euch in den Kommentaren auf jeden Fall auf dem Laufenden. Außerdem wichtig, in dieser Review beziehe ich mich lediglich auf den Multiplayer und nicht auf die Mission des Spiels. Okay, so viel dazu. Ich würde sagen, beginnen wir mit dem Video. Was man dem Spiel zuallererst einmal zugutehalten muss, es ist kostenlos. Sprich, ausprobieren kostet nichts und damit hebt sich Warface schon mal von allen First-Person-Shootern auf der PS4 positiv ab. Das Ganze macht sich tatsächlich nicht wirklich im Umfang des Spiels bemerkbar. Was den Umfang angeht, kann es schon mit einem COD-Multiplayer mithalten. Gleichzeitig bringt es auch noch ein paar coole neue Elemente mit, die man vorher in noch keinem anderen First-Person-Shooter gesehen hat, wie zum Beispiel Erhöhungen auf der Map, die man nur zusammen mit einem Teammate erreicht. Also, Solo-Spieler hin oder her, hier muss man sich wohl oder übel auf ein bisschen Teamplay einlassen. Was Warface außerdem gut macht, ist die Ladezeit der Spielsuche zu überbrücken, denn während man sich in COD oder Battlefield einen Moment gedulden muss, kann man in Warface entweder ein paar Zielübungen ausüben oder nebenan in der Sporthalle "Der Boden ist Lava" spielen. In diesem Falle wird die Ladezeit ganz gut kaschiert, aber das ist leider auch die einzige Ladezeit, die nicht nervig ist, denn sonst lädt Warface leider ziemlich viel. Man hat einmal die üblichen kurzen Ladezeiten, die es in jedem Shooter gibt, aber dann gibt es in Warface auch noch andere Ladezeiten, wie der Kanalwechsel oder die Profilsynchronisation, die einfach nur nervig sind, vor allem da sie andauernd vorkommen. Unter anderem lädt auch der Shop jedes Mal neu, der in diesem Spiel leider sehr speziell ist. Denn man kann schon sagen, dass das Spiel ziemlich starke Pay-to-Win-Merkmale aufweist. Das Freischaltsystem ist nämlich ein bisschen merkwürdig. Man muss nach einem Spiel auswählen, was man als nächstes freischalten will, und dabei hat man die Auswahl zwischen einem Outfit-Teil, einer Waffe oder einem Aufsatz. Man kann sich für eins entscheiden und muss zum Beispiel für einen Aufsatz 3 Team-Deathmatch-Spiele spielen und für eine Waffe vielleicht 5. Hat man dann zum Beispiel die ausgewählte Waffe freigeschaltet, kommt eine neue und das Ganze geht von vorne los. Es ist also kaum möglich, sich auf eine Waffe zu konzentrieren und sie freizuspielen. Die meisten Waffen kann man permanent im Shop mit Spielgeld freischalten, andere muss man mieten. Chaitec M200 ist zum Beispiel eine sehr starke Sniper, die man aber immer wieder neu mieten muss. Entweder für 24 Stunden für 1500 Spielgeld oder für 7 Tage für 7500 Spielgeld. Sprich, die Chaitec M200 ist eine Waffe, die man immer wieder neu mieten muss, was natürlich ein bisschen frustriert. Andere Waffen kann man mit Mikrotransaktionen permanent freischalten oder mit einer weiteren Ingame-Währung, die man sich nur sehr langsam durch spezielle Missionen erspielt. Für einen Tag freischalten. Wie ihr sicherlich merkt, liegt im Freischaltsystem so ein bisschen der Haken für das Free-to-Play-Spiel. Aber nun zum Wichtigsten, wie spielt sich das Ganze denn? Man muss sich sagen, Warface hat sich zwar einiges Neues ausgedacht, aber im Gameplay ist es doch sehr stark von Battlefield und Call of Duty inspiriert. Das Klassensystem funktioniert fast genauso wie in Battlefield. Es gibt den Schützen mit Sturmgewehren und LMGs, der Munition auffüllen kann. Dann gibt es den Sanitäter, der mit Shotguns ausgerüstet ist und die HP der Teammates wiederherstellen kann oder Sieger wiederbeleben kann. Außerdem gibt es den Ingenieur, der Rüstung wiederherstellen kann und mit MPs perfekt für den Rusher ist. Und zu guter Letzt gibt es die Scharfschützenklasse mit keiner speziellen Fähigkeit und mit den Snipern. Was das reine Gameplay angeht, spielt sich das Ganze sehr Call of Duty-lastig. Es gibt hauptsächlich Infanteriegefechte auf kleinen Maps mit Waffen, die einen leicht kontrollierbaren Rückschuss haben. Warface spielt sich aber teilweise ein bisschen träge. Ein gutes Beispiel, wenn man mit der Shotgun anvisiert, um auch auf Midrange noch einen guten Schaden zu machen und nach dem Schuss nachlädt, bleibt die Shotgun im Visier, was die Bewegung nach dem Schuss sehr stark einschränkt. Und das ist gerade bei einem Spielstil mit der Shotgun sehr ungünstig. Ansonsten spielt es sich, wie gesagt, wie Call of Duty. Die einzig großen Unterschiede sind, wie gesagt, die Trägheit, die Hindernisse, die man nur mit einem Teammate überwinden kann, der auffällige Hitmarker und die Möglichkeit, während des Spiels die Aufsätze zu wechseln. Gab's so in der Form auch noch nicht, fügt sich aber unfassbar gut ins Spiel ein. Ihr wollt in den Gegner-Spawn preschen, holt die Ingenieurklasse mit der Uzi raus und rusht mit den passenden Aufsätzen los. Ihr seid im Gegner-Spawn und möchtet unbemerkt bleiben? Kein Problem, ihr könnt eure Waffe komplett umbauen. Und ja, ich weiß, sowas gab's vereinzelt schon, man konnte in Call of Duty World War II den Schalldämpfer auf- und abschrauben und in Battlefield kann man auch die Aufsätze zwischen den Spawns ändern,
Aber dass man so mitten im Gefecht die Waffe komplett umbauen kann, das gab es so definitiv noch nicht. Also, wer mal eine Abwechslung zu den aktuellen Shootern haben will, ist mit dem kostenlosen Warface gut bedient. Das Spiel zeigt aber auf Dauer Schwächen, wie zum Beispiel das Free-to-Play-System oder die Wartezeiten. Was komplett Neues solltet ihr im rohen Gameplay auch nicht erwarten, aber wer darüber hinwegsehen kann, wird mit Warface definitiv Spaß haben und für alle anderen ist es bis zum Release der großen Spiele Battlefield 5 und Black Ops 4 eine gute Überbrückung. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck geben. Lasst doch ein Like da, falls euch das Ganze gefallen hat. Und falls euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch ein Abo da. Fragen, Anregungen und Lob gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, ciao. We'll be right back.